Die Griffel der Pinguine, der Gastgeber heute in einer Kabine, die sie erst vergangenes Jahr neu bezogen haben, fühlen sich dort sehr wohl, sind zu Hause eine Macht. Und wo die Macht herkommt, natürlich aus dem Allertiefsten, nämlich aus dem Wohnzimmer eines Eishockeyspielers. Dort verbringt er die zweitmeiste Zeit, würde ich mal sagen, neben seiner Wohnung. Da gehen wir jetzt rein und schalten zu Rick in die Krefeld-Kabine. Wir sind mit Tommy Brandl hier von den Krefeld Penguinen. Nimm deinen Schläger mit und wieder in der Kabine mit ein bisschen Kabinetalk. Tommy, komm an, gehen wir hier rein. Schläger, Sachen hier auf der rechten Seite. Ich sehe, dass du mit einem Co-Host spielst. Lange Zeit? Ja, ich spiele schon länger und man greift immer auf das zurück, was man schon länger kennt. Und wir zwei sind ein gutes Team und ich glaube, das können wir heute wieder beweisen. Ja, haben wir genug Tore damit geschossen. Okay, machen wir unseren Weg. Wie lange seid ihr hier? Das ist eine neue Kabine. Ne? Letzte Saison war die erste Jahr in der Kabine. Viel besser wie vorher oder vorher hast du es auch nicht gekannt? Ich habe es vorher nicht gekannt, nur einmal mit der Nationalmannschaft, aber das war, man kann sagen, ein Rattenloch. Und ich glaube, wir sind hier gut aufgehoben, weil es ist unsere zweite Heimat. Wir sind lange hier oder oft hier unter der Woche und man fühlt sich doch wohl hier. Okay, well, gehen wir hier ein bisschen weiter tiefer in der Kabine. Wir können unseren Weg zum Tommys Platz hier machen. Vielleicht die Kamera kann eine ganz Schwenkung hier machen von der ganzen Kabine. Und ich und Tommy werden zu seinem Platz hier unseren Weg machen. So, Tommy, wie oft hast du bis jetzt dein Schlittschuh hier an- und ausgezogen bis jetzt in den 2 Jahren aus den Krefeld Penguinen? Ah ja, du weißt es selber, man zählt es nicht, aber es ist doch schon oft und es macht immer nur Spaß und ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Ja, es ist unheimlich wichtig. Ich kenne es auch ein bisschen, das ist der zweite Heimstart der Kabine. Gehen wir jetzt ein bisschen zu, wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Wir haben 2 nicht schlechte Auftaktspiele, haben 4 Punkte geholt und gestern ein bisschen harte Niederlage gegen Frankfurt, sehr motiviert. Aber die ersten 2 Begegnungen, gut gelaufen? Ja, die ersten 2 Begegnungen waren sehr gut. Wir haben taktisch taktisch diszipliniert gespielt, wir haben gekämpft und deshalb haben wir gewonnen. Und gestern haben wir auch taktisch diszipliniert gespielt, bloß alibimäßig. Man hat der letzte Biss, der Zweikampf hat gefehlt und wir haben das 60 Minuten lang perfekt gespielt, aber nur wie im Training, wenn man es nur ein bisschen andeutet. Aber wir haben keinen Kampf, keinen Körperkontakt gesucht und deshalb sind die uns haushoch überlegen gewesen. Frankfurt, das war der Frankfurt-Sieg gestern, was die Krefeld Penguin erlitten haben. Und Frankfurt war unter auch ein bisschen Druck zu gewinnen. Aber jetzt vielleicht gehen wir zu heutiges Begegnung, der Capitals. Spitze, die spielen hervorragend. Jeder hat gemeint, dass sie würden ganz oben sein. Die sind doch oben und auch haben hervorragend eingekauft. Die haben eine gute Truppe. Die haben sehr gut eingekauft und haben nur den Vorteil, dass eigentlich wenig über sie gesprochen worden ist. Ja. Köln, Mannheim, Eisbären sind die Favoriten und Capitals nicht, die können leicht und locker aufspielen, haben es auch gezeigt und es wird ein harter Brocken, aber bis jetzt haben wir eigentlich gegen harte Brocken immer gut gespielt und ich glaube, das wird ein gutes Spiel und hoffe, dass für uns daheim ein Sieger rausspringt. Okay, genug mit den Capitals, was mit den Krefeld Penguine? Wir haben neue Spieler eingekauft, wir haben Limantainen verloren letzte Saison, ein hervorragender Verteidiger in der Mannschaft. Wer ist der neue Limantainen in der Mannschaft? Der neue Limantainen würde ich bis jetzt noch keinen so nennen, aber wir haben 5 kleine Limantainens bekommen und 5 kleine, wenn sie die aufeinander stellen, die sind so groß wie einer und ich glaube, dass das schon gut ist. Man kann vielleicht nur Andy Roach sagen, der schaut ein bisschen raus, sehr kluger, disziplinierter Spieler aber wie gesagt, alle neuen Verteidiger sind kleine Limantainens und die helfen uns gewaltig hinten. Es kommt mir ein bisschen gleich vor, wie die Nürnberg Ice Tigers versucht haben, Momesso zu ersetzen. Es ist unmöglich, die haben viel gleichwertige Spieler eingekauft, ihn zu ersetzen. Limantainen war ein Spitzenverteidiger. In Sturm, wer hat dir dort denn eingekauft für diese Saison? Ja, sicherlich mit Andy Roach, einen sehr guten Spieler, hart. Man hat es ja letztes Jahr an der Strafzeiten gesehen. Er kämpft ein bisschen mit seinem, er will einen neuen Ruf aufbauen, darum ist er von Schwenningen weggegangen. Er will nicht mehr so oft auf der Strafbank sitzen, aber bis jetzt, die Schiedsrichter glauben immer nur, dass er so ist wie letztes Jahr und geben ihm oft so unnötig Strafzeiten, aber es wird besser. Und dann haben wir noch Schompf, was war Schompf? Ein bisschen gehandicapt, weil er die ganze Vorbereitung ausgesetzt ist wegen Knieverletzung und sicherlich noch einige neue Spieler, die sie gut einführen werden.
Und das, glaube ich, lässt hoffen für die Saison. Rimshaw hat für mich ist ein Power Forward in der Stil von Momesso und du spielst mit ihm in Hardtalks zusammen. Klappt es bis jetzt nicht schlecht? Ah, es klappt sehr gut und ich bin auch zufrieden mit meinen Außenstürmern. Wie gesagt, Andy ist ein Power Forward und das du brauchst einen solchen Spieler, weil Tommy Hartungs und ich doch ein bisschen mehr Technik spielen und mit ihm zusammen ergibt es eine gute Kombination. Okay, super und ich wünsche euch viel Glück und wir lassen euch ein bisschen vorbereiten. Good game, guys. Also sind wir mal gespannt auf die Paraderolle Rühmscher, Brandl, Hartogs bei den Krefeld Pinguinen, die heute, das hat Tommy Brandl ja gesagt, kämpfen müssen gegen die Capitals, die etwas befreiter aufspielen können.